Experiment, Cola versus Mentos geht schief. Lukas, ist das nicht schon 10.000? Ist ja noch eine Werbung jetzt. Scheiße, Vive, Alter, doppelte Werbung oder was? Jo, Leute, was geht ab? Start und herzlich willkommen. Cringe. Das war kein... Ja, Leute, ich bin ein Spaßtag. Aber ihr habt's übel drauf. Das war voll gut, ja. Auf jeden Fall, Leute, wir drehen heute mal ein neues Video zusammen. Kaum schlecht gegradet. Und auch generell die Ausleuchtung extrem gut, Lukas. Mit den zwei Boys vergehört am Kopf, wie geht's euch? Wir gut. Sind Lisa und Lena. Da hab ich mich wohl voll ganz auf TikTok gekauft. Die machen gar kein TikTok. Alter. Nicht? Oh, nein. Die sind doch durch TikTok berühmt geworden. Ja, nee, durch Musical.ly, aber dann kam TikTok und dann haben die das nicht mehr gemacht. Echt? Oh, wusste ich nicht. Ist das wirklich so? Damn. Digga, habt ihr wieder was fürs Leben gelernt? Nee, aber du hast anscheinend hier die Ahnung. Ich bin TikTok-Specialist, Digga. Auf jeden Fall, Leute, ihr sitzt am Titel. Wir werden heute mal YouTuber-Raten spielen. Und zwar hat der liebe Dave, der hinter der Kamera ist. Was geht ab? Hallo? Hallo? David, mein Guter. Dave, mein Guter. Wie geht's dir? Hallo! Wieso darf Dave nicht mitdrehen, Lukas? Du bist so ein ehrenloser Hund. Gönn ihm doch den Cloud, Alter. Er hat uns ein paar Bilder rausgesucht von verschiedenen YouTubern. Ja, sorry, ihr habt recht, Leute. Wir waren aber halt ganz nah rangezoomt und wir... Ja, super. Perfekt. Wir müssen halt jetzt einfach mal erraten, welche YouTuber das sind. Kennt ihr euch generell gut aus in diesem YouTube-Game? Also kennt ihr viele YouTuber? Mittlerweile schon. Also, geht so nach einem... Digga, es ist unmöglich, ihr Vibes-Gesicht durchgehend zu zensieren, Leute. Das funktioniert nicht, Mann. Wir müssen das jetzt leider so wahrnehmen. Es geht nicht anders. Ja, auf YouTube ein paar mehr als vorher. Also ich muss sagen, so vorher kann ich so drei, jetzt sind es ein paar mehr. Jetzt sind es fünf. Ja, ich glaube, da machen wir heute perfekt die richtige Challenge hier, oder? Ja. Auf geht's, Digga. Ich würde sagen, Leute, wir labern nicht, sagen's mal rum. Wir fangen an. Und ich glaube, wir haben insgesamt 10 Bilder und wir schauen jetzt einfach mal, wer am meisten hier rät. Und ich würde sagen, schön. Wir starten mit dem ersten. Let's go. Digga, was ist das denn? Das ist... Standardskill? Ein Bart? Sollen wir das einfach reinrufen? Ja, wir müssen jetzt reinrufen. Das ist Julian Bam. Ja, doch, Ju. Es ist Ju, stimmt. Es ist no Ju. Way. Doch, ist es Julian Bam? Nein, nein, ich hab schon gedacht. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie asiatisch. Dann ist es The Grouch. Guck mal, da kriegen wir. Es ist safe. The Grouch mit Charme vom Mund. Ich glaub, der macht so. Oder? Boah, Junge, wer kann das sein? Also ich habe ja schon was gesagt, du hast gerade den Kopf geschüttelt. Hat sich das darauf bezogen? Ja. Okay, dann muss ich nochmal was Neues sagen. Ich sage Paola. Paola? Das ist doch ein Mann, Alter. Das ist doch also ein Bart korrekt, drauf, Junge. Das ist safe ein Typ, oder? Ja. Das Kelly? Ist doch niemals okay, eine ja, Frau. Das ist... Also boah, das wäre aber jetzt richtig beleidigend, wenn das... Oh, stimmt, kein stimmt, Kelly das Nase ist, sein. Ja, ja, ist, man sieht halt nur eine Nase. Ja, okay, das ist gar kein Bart, das sind die Lippen. Das könnte wirklich Kelly sein, ja, Chat, ihr habt recht. True. Lukas ein. Mich? Ich? Also ein bisschen, wenn du hier ein bisschen mehr Bart hättest, würde es passen. Digga, die Hautfarbe ist ganz anders wie meine. Und das sieht so aus, als ob die Person hier Augen ihr verdreht. Slavik oder ich glaube, Slavik das ist nicht, Nein. Das ist der Kollege nochmal von Julian Bam. Ja, genau, Jun Kim. Ich sage, es ist Jun Kim. Dann swipe mal zur Seite. Ist das die Kelly? Aber Dave, ja, das ist doch echt krank. Oh no! Krank ausgewählt, Alter. Das ist nicht mal an der. Aber das ist ja kein Bart, das ist Lippen. Ja, das sind Lippen. Jetzt sieht aber aus wie ein Bart. Ich sag das. Also auf dem Bild da. Erst recht, Gott, wir sagen sehr süßes Bild von Kelly. Sehr süßes Bild. Dann auf jeden Fall Typ. Das ist komplett Kelly, Digga. Oh nein. Okay, Grüße gehen raus in der Dicke. Das ist eine Ostblock-Schlampe, der Tim will dich knallen. Was ist denn das? Warum will denn Tim mit jeder Frau Sex haben, Alter? Rothaarige Ostblock-Damen. Was hat es denn damit auf sich, Alter, Digga? Was hat es denn damit auf sich? Also, Tim, ich glaube, wir müssen wirklich mal über deine Sexualität reden, Alter. Da scheint irgendwas nicht richtig zu laufen, Bro. Vielleicht maybe mal eine Therapie bei Bernd Wolter buchen an der Stelle. Okay, dann würde ich sagen, ja, wer war denn jetzt am nächsten dran? Keiner. Okay. Obwohl, ich habe wenigstens eine Frau gesagt, ne? Ja, eigentlich schon. Sollen wir ihm den Punkt geben? Hast du Frau gesagt? Ich habe Paola zuletzt gesagt. Ja, ja, okay, komm. Dann ein Punkt. Geht raus an Jan, Leute. Oh, das war jetzt schon hart. Alter, das war richtig schwer, ne? Oh, wieso kriegt das Ding ist normalerweise, ich bin übel der Pro in dem Ganzen. Wir haben ja früher mit Denergy, wie viele Folgen haben wir gemacht, Leute? 20 oder so. Ich muss ja eigentlich heute ganz locker gewinnen, aber komm, let's go. Da kann man ja mal ein Format bis zum maken. Ja, ich will das zweite mit haben und? Boah, ich tippe von Gewitter am Kopf. Nein. Doch, natürlich. Das bin ich, oder? Das sehe ich und ich weiß sogar, glaube ich, welches Bild das war. Ich sag, das ist Tobi Escation. Nein, das ist nicht Tobi Escation, Alter. Der ist ja, Digga. Das ist auf jeden Fall Tim und ich weiß sogar, an welchem Tag das Bild gemacht wurde. Fuck, ich dachte, ich bringe so einen geilen Twist rein, hier habe ich zur Seite. Ist er wirklich? Ja.
Alter, Tim, du siehst auf dem Bild aber wirklich maximal angestrengt aus. Also da ist auf jeden Fall einiges bei dem Shooting nicht richtig gelaufen, Digga. Wurdest du mit einer Waffe bedroht oder warum dieser zwangshafte Grinsen? Junge, 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 was denn mit dir? War echt jawohl, an dem Tag, wo wir die Merch-Bilder gemacht haben. Bisschen Merch-Werbung von uns mit aber einem heute, ja. Aber wenn ihr euch für unseren Merch interessiert, ist hier unten der Link eingeblendet. Dann war ich www.shop.de. Wenn genau du den nicht einblendest, dann zerkratzt sich dein Auto nochmal. Das wäre so geil, wenn es Gisela gewesen wäre, der Vibes-Karre zerkratzt hat. Ja, ich war das. Werbung Ende. Da war die Kamera wohl doch ein Bluff, ne? Ich wollte nur noch kurz sagen, Digga, du hast ein richtiges Kinderschokoladenlächeln, oder? Nee, er sieht aus, als wäre der gerade beim Laserpointer bedroht. Oder das müsste er gerade dazu bei zuschauen, wie der ES jemand hinter der Kamera enthauptet, Alter. So sieht er aus. Er sieht aus wie dieser Hide the Pain Harold. Warte mal. Ganz ehrlich, Leute, ich sehe da ja gar keinen Unterschied. Ich sehe da ja keinen Unterschied zwischen den beiden. Wisst ihr, was ich meine? Dieses gezwungene Grinsen ist ja 1:1 das gleiche einfach. Beide seelischen Schmerz. Der Arme, Alter, der Arme. Aber übertrieben. Das war richtig gut. Okay, dann warte mal, wer kriegt den Punkt? Ihr beide? Ja, ich hab zuerst Tim gesagt. Ich hab zuerst Tim gesagt, okay. Ich hab das nur in meinem Ohr gehört. Die sind okay, heute aber sehr jetzt ruhig. 1:1:0. Deswegen komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Komm her damit. Ich will direkt erraten. Und? Babys Beauty Palace. Ah, weil schwangerer Bauch, ja. Ach ja, weil der Bauch safe, ist. Ja. Oh mein Gott. Ja, doch, Babys. Ich glaube, Dave hat davon sogar mehrere Bilder aus seinem Handy. Der speichert die sich immer gerne. Was Dave damit macht, das fragt ihr am besten Dave selber. Beauty Palace. Digga, ich dachte gerade, ich halte das Bild falsch. Ja. Was soll das sein? Was ist das da? Ich wollte euch in die Irre führen. Ja, das ist ihre Hand. Das gehört doch nicht zu mir. Was das? Das ist doch nicht ihre Hand. Natürlich ist das ein Würstchen. Ich hab gedacht, das ist so ein Schleier, der zur Seite hängt. Ich hätte auch einen Arsch zeigen können. Ja, okay, ja. Ja, boah, was? Bibi ist so overschwanger. Wisst ihr, was ich meine? Nein, okay, warte, Schleier. Die ist so anderschwanger. Guck mal, Leute, ihre Körperform. Sie ist so zierlich und dünn, hat sie diesen riesigen Belly, Alter. Bibi und Paola sahen so krank schwanger aus. Wisst ihr, was ich meine? So, also halt, ja, so nicht schwanger, sondern schwanger. Ja, was für Würstchen? Wie kommt man auf Würstchen? Weiß ich nicht. Ich hatte sie Hunger. Warum sollte irgendein YouTuber Würstchen an seinem Körper haben? Hat die Alte schon wieder gekalbt? Gekalbt. Die Alte kalbt. Junge, der Bauernsohn Gisela am Start. Lohnt sich ja finanziell. Ne? Boah, Digga, die Shots werden hier gefeiert auf Non-Ironic-Basis. Lohnt sich ja finanziell das Kinderkriegen. Family-Blogger, Oh, Leute, stell dir mal vor, ich hätte Jody geheiratet und hätte mit der ein Kind bekommen. Ich wäre jetzt anders rich. Naja, leider jetzt nicht, ne? Boah, Leute, ich sehe schon, ey. Alter. Warte, wer hat das Bild? Wer hat den Punkt? Tim. Wieder Tim. Alter, sorry, Bro. Das ist so eine Maske. So lang, das ist Sebastian. Ja, das ist Revi. Das Schminkbild von Revi. Hallo, könnt ihr mir mal nicht schauen? Das stimmt, Digga. Diese zwei, die sind so im YouTube-Film drin, Digga. Das bin auf jeden Fall ich, Alter. Scheiß Dave, ich hasse dich, Mann. Ich könnte das Video jetzt von Evive einfach striken. Wie geil ist das bitte, diese Macht zu haben? Ich war zuerst. Nein, es ist Revi, ich war zuerst. Ich war zuerst. Okay. Ich hab Sebastian. Ja, weil ich kenn das kurz, Bild. Ganz safe, Jan, hast du drauf gewichst, sei ehrlich. Hast du auf das Bild von mir, wo ich Dings bin, geschminkt bin, hast du drauf gewichst? Kurz, was, wenn es nicht Revi ist? Das ist vielleicht auch mal. Das ist Revi. Ja, dann sag dein. Das Bild habe ich sogar mal in einem Video benutzt. Ja, und ich hab's gesehen. Digga, ich kann nichts mehr sagen, dann ist es eh Revi. Wenn ihr euch so 1000 Milliarden % sicher seid, wir swipen rüber. Only one devil. Danke für den Sub. Wo hat Revi das Bild hochgeladen? Instagram, Bro. Instagram. Damals, das war meine wilde Zeit, die Transen-Era. War ich stolz drauf, Digga. War gut. Warum macht man so Pixel-Lens hier hoch, Digga? Aber... Das ist einmal unser Thumbnail gewesen. Ja. So, Digga, ist das also okay. Junge. Okay, ab jetzt machen wir die... So angenehm, wie sie die ganze Zeit dieses Piepsen drin haben. Wir lieben es. Die Regel, dass ich zuerst mal sagen darf, wer das ist, und dann seid ihr dran, okay? Junge, warte, wie... Wir machen es gleichzeitig. Hier geht's um Leben und Tod. Ja, voll. Wer hat den Punkt jetzt bekommen? Ich. Okay. Boah, Digga, da war was anderes Doppelkind am Start. Wer hat den Punkt jetzt bekommen? Ich. Okay. Lukas, da nochmal vielleicht Homeworkout oder so? Ich. Dann steht's 2:2. Wir sind ja eh ein Team, deswegen ist es egal, wer den Punkt kriegt. Ach so. Okay, komm. Nächstes Bild, Leute, let's go. Standard. Ja, Standard-Skill, Real Talk. Skill. Krass. Digga, Tim, du hast wirklich echt alle Körperteile von allen YouTubern auswendig gelernt, Digga. Ich will nicht wissen, was du machst, Mann. Digga, was denn? Der ist ja voll alt. Guck dir mal die Falten an. Oder ist das der Typ, der früher 61 Minuten Sex gemacht hat? Das ist Standard. Ich sag, das ist Commander Krieger. Safe Call.
Digga, guck dir diese Falten an. Könnte auch sein, aber ich glaube, es ist Standard-Skill. 40 sein. Es ist Standard-Skill. Ist das Fritz Meinecke? Nee, es ist, glaube ich... Oh, das könnte auch sein. Nee, ich sag auch Kommandokrieger. Ich sag Fritz Meinecke. Ich glaube, es ist Standard-Skill. Ich glaube, es ist wirklich Standard-Skill. Aber ich hab Kommandokrieger gesagt. Ich glaube nicht, dass es Fritz Meinecke ist. Doch, doch. Stani hat nämlich diese Sonnenbank-Folten, Alter, diese Sonnenbank-Falten auf anderer Basis, Digga. Weil Philipp immer mal gern auf Karibik-Braun geht. Ich bleib bei Standard-Skill. Ich sag Kommandokrieger. Du, Fritz Meinecke. Ja. Zwei rüber. Als ob, Junge! Der ist mindestens 40. Guck mal, wie viele Falten der hat. Hey, Dave sagt, der ist mindestens 40. Guck, wie viele Falten der hat. Philipp, Alter, das ganze Drogendealen scheint dir nicht gut zu tun, Mann. Mach mal Pause, Bro. No way, no front, Digga. Philipp, wenn du das siehst, aber... Digga, du hast schon ein paar Falten am Start, oder? Also, huch, Mann. Aber, Junge, was geht denn ab? Du hast einfach den Punkt. Ey. Sau angenehmer, Lukas, dass du die ganze Zeit mit dem Handy rauschen drin hast. Richtig gut, Mann, wirklich. Ey, so langsam ist okay. Ich habe einfach noch nicht ein einziges Mal richtig geraten, ne? Blond und blöd. Ganz genau. Und fett. Ja, leider ja. Ey, du hast es versucht. Okay, warte, jetzt steht's 3, 2, 0. Ja, ich dachte, du gehst so ab mit dem Spiel. Ja, ich merke schon, ich bin voll krass, ne? Mhm. Ich bin nicht anders am Rasieren. Nein, du kriegst das hin. Nächster Punkt, 3, 2, 1, let's go. Cheng. Monta. Wer? Cheng. Wer? Cheng. Wer? Cheng Löw. Wer? Ich hab's instant erkannt an den Augen, Digga. Ich weiß nicht, wer Cheng ist, sorry. Ja, dann sag eine andere, weiß ich nicht. Und ich war gerade wer könnte es denn noch sonst sein? Hä? Was könnte ich einloggen? Ist es Cheng? Doch, das sind so ein bisschen asiatische Augen. Ich sag Cheng. Alter, ich hab keine Ahnung. Ich sag Monta. Monte? Ja, das wie ist. Wie kommt man denn auf Monte? Also ich sag mal ein Gruber. Nicht tätowiert. Boah, es könnte wirklich. Es ist, glaube ich, Monte. Es ist, glaube ich, wirklich Monte. Man sieht's, glaube ich. Sieht man das, Leute? Ich glaube, es ist wirklich Monte, weil das Auge, das ist dieses gierige Auge von Monte. Das ist wie dieses Sauron-Auge, wo er immer Hunger hat auf Frauen und Achselhöhlen von so Ladies. Wisst ihr, was ich meine? Ja, muss. Ist. Uwe. Ich sag Uwe. Hat Monte seine Augen tätowiert? Auf einer Seite, ja. Nein, er hat doch. Das ja. Rolex-Zeichen auf einer Seite. Ja, Rolex. Seite, ne? Ja, aber das ist ja nicht am Auge. Monte hat doch nicht seine Augen tätowiert, die behinderten Mann. Das ist ja ganz ist unterhalb vom Auge, aber es wäre dann auch drauf zu sehen. Okay, Monte, schöne Augen. Monte, wirklich ich schöne sag, Augen, muss man. Kann man nicht anders sagen. Sag Monte hat wirklich schöne Augen. 3, 2, 1. Monte? Oh, stark. Jawohl. Ah, das ist dieses andere Schwiegersohn-Bild, wo er noch nicht tätowiert war, so im Auge. Guck mal da, Leute. Er sieht aus wie so ein richtig netter Kerl. Jetzt. Da geht das hier in den Augenwinkeln so hoch und da habe ich das erkannt. Ich Lukas ansagen, bevor er die Auflösung sieht, ist das Geilste. Die Augen sind asiatisch. Same, das sieht man sich. Wie kommst du auf Monte? Digga. Es kann halt nicht sein. Ich dachte, es wird so eine easy Challenge und ich ziehe hier ganz easy den Win, Leute, aber Nee. Ich stelle mal nicht, ne? Du solltest eine Bestrafung einführen. Bestrafung wäre zu hart, Leute. Wir machen hier eine ganz entspannte Runde. I Crimex. Digga, ich bin der Boss, safe. Junge. Hey, Moritz. Ich bin der Boss, hat einen Punkt, liegt zwei Punkte hinten bei allen. Ich bin der Boss, genau. Ja, hey Moritz. Und du? Ja, wow, ich sag gar nichts, weil du bist hier. Es ist ein Crimex, Junge. Es ist safe call ein Crimex. Oh, mein erster Punkt. Moment, ist hey Moritz ein Crimex? Ja. Ja! Ist hey Moritz ein Crimex? Ist ein Crimex. Warum machst du einfach? Aber das ist nicht hey Moritz, ne? Nein, du hast hey Moritz sogar gesehen in Madeira. Eben, deswegen dachte ich, warum hat der zwei Namen? Egal, vergessen wir das. Sorry. Okay. Digga, ein Crimex heißt auch gleichzeitig hey Moritz. Jeder weiß das, klar. I cry Max, das Max steht für Moritz, ne? Max und perfekt, Junge, lost. Hey, Digga. Ja, okay. Aber hätte ich Max nicht erkannt, dann wäre richtig hart gewesen, Leute. So, Leute, wir kommen zu den letzten zwei. Also jetzt der erste von den beiden und... Rezo. Ja, safe Rezo. Ja. Rezo auf jeden Fall. Ja, es muss Rezo sein. Oh, Rezo. Ja, Rezo, safe Rezo. Ja, glaub stimmt. Auch. Ja, Rezo. Hätte ich auch gesagt. Nee. Lukas ist so schlecht in diesem Spiel, Alter. Das ist wirklich eine Peinlichkeit, sowas auf seinem Kanal hochzuladen, wenn man so Haus hoch verliert. Nee. Doch. So krass, wie ruhig Gisela in diesem Video ist. Schade eigentlich, wirklich. Ich hätte mir ein paar mehr Fronts gebraucht. Jan sehr konzentriert, das ist Gisela ziemlich ruhig. Ach, der Schlumpf dahinter. Safe Rezo? Ja, okay, hat absolut gar keinen Bart. Oder doch, da unten sind Stoppeln. Doch, Rezo hat einen Bart, aber nur ein bisschen. Rezo oh, ist das. Alter, ich guck echt absolut kein Rezo, ne? Außer das CDU-Zerstörung. Nein, Spaß, aber ich guck den echt nicht aktiv, also... Ja, ich call einfach rüber. Oh, ja.
Sorry. Dieses wahnsinnige Lachen. Es hätte auch Axel Voss sein können. Die beiden sehen sich wirklich sehr ähnlich. Da habt ihr recht, Chat. Die beiden sind wirklich, wirklich eineiige Zwillinge. Wahrscheinlich, oder? Den Partnerlook mit seiner Wand. Das stimmt sogar. Ja, weil die Wand halt blau ist. Ja, Lukas, super. Nice, okay. Wer war schneller? Ich war der Schnellste. Ja, sagst du auch? Ja, ja. Okay, safe. Ich hab das mir nachgesprochen. Dann, ich raff's gerade einfach absolut nicht, wie viele Punkte. Du hast 5 jetzt. Nee, du hast 4. Nee, du hast auch 4? Er hat 5, ich hab 4. Oder so. Nee, ich hab 4, du hast 5 und der hat nur 1. Das ist doch gerade auch schon viel. Nein, perfekt, Leute. Ich liebe es, wie alle Zahlen. Also das Zählen ist auf jeden Fall komplett eure Stärke. Das ist wirklich, wirklich gut. Nice, Mann. Wären wir schon mal 10. Dann habe ich jetzt 5 und hast du jetzt auch 5 und der hat 1. Dann wären wir schon mal 11. Die müssten jetzt gerade wahrscheinlich bei 8 sein insgesamt. Trimax. No! Digga, das sieht man, dass das Trimax ist. Trimax hat so eine ganz seltsame Augenpartie. Und Trimax hat immer so einen leicht verklatscht, wahnsinnigen Blick. Man sieht, das Auge hier ist halb zu, das hier ist komplett aufgerissen. Da sieht man auf jeden Fall, irgendwelche Synapsen sind da komplett im Sack. Ja, man merkt. Ah, ja. Oder? Kommt der zweimal? Ich bin zu langsam. Moin, Leute. Trimax hier. Ja, Trimax. Nicht iCrimax, Trimax. Dass der mit Review und so. Kann man hier noch ein bisschen mehr Werbung reinmachen in das Video, Lukas? Oder meinst du, das geht nicht? Ja. Sorry, es tut mir leid. Nee, der Typ hat 3 Persönlichkeiten. Hey, Moritz, ein Kleiner. <Stimmt. lacht> Diese andere Schizophrenie. Nee, Schizophrenie ist noch was anderes. Persönlichkeitsabspaltung. Hast du noch nie gesehen, Cole, die Augen? Die sehen aus wie von Avatar. Aber das ist doch nicht Hey, Moritz. Kennt ihr Avatar, der Herr der Elemente? Bei Nick? Kennt ihr nicht das Trimax-Bild? Wisch einfach rüber. Die gezeichnete Version, oder? Das ist es sogar! Oh mein Gott! Warum hat der Pfeil auf dem Junge, Kopf? Junge. Nein, der weiß ich nicht. War Karneval oder was war der das? Was? Der? Ja. Achso, okay. Hast du noch nie? Digga, kennt Avatar nicht oder was? Lost, Alter. Einer der besten Anime-Mays, die es überhaupt gibt, Digga. Fühl ich sehr. Wie gesehen? Das ist Britney Spears in ihrer Drogenphase. Ja, das kann sehr gut sein. Aber hast du noch nie gesehen? Also, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, das Bild. Ja, das bin ich, aber Trimax, so das Gesicht. Der war nicht mit auf Madeira, oder? Nein, der war nicht mit. Bruder, Alter. Digga, lern mal die Player im Game kennen, Bro. Okay, das wäre sehr unnormal peinlich. Nee. Falls ihr auch noch andere fragt, wo wir gerade sind, Leute, ich bin ja, by the way, bei Tim zu Hause, denn wir haben gerade. In seinem Keller und er wird hier nie wieder rauskommen. Genau. Nie wieder. Ich will ja was. Haben die extra so ein Set dafür gebaut? Das Holzerkeller, Junge. Oder ist das das Wohnzimmer, Alter? Falls ja, wenn das das Wohnzimmer von euch ist, not bad, dann hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, das gut einzurichten, wenn das ein Set ist. Ja, special Geschmack an der Stelle, würde ich sagen, aber ja, why not? Ich war heute zu Besuch bei eurem Videodreh. Ja, genau. Tourette als Kellner, ihr könnt das gerne mal abchecken, Leute. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Das war, Alter, ich konnte gar nicht richtig mitspielen. Ich muss so viel lachen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe den Lukas auch nur aus Versehen eingeladen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir dafür da sind, nämlich für die Ticks. Ich will jetzt sehen, wie Lukas mal fertig gemacht wird. Na! Danke dafür nochmal. Aber echt mega lustig. Digga, das Video war zu krank, deswegen gönnt euch das auf jeden Fall, Leute. Link in der Beschreibung und ich würde sagen, Finalbild ist am Start. Wir starten 9 Uhr ungefähr. Jetzt. Was ist da? Ein Finger! Tanzverbot. Oh mein Gott, wegen Double Piece. Oh, Dave, Alter. Der andere Fallfett, Digga. Sehr stark, Alter. Nicht schlecht, der Boy. Tanzverbot. No! Digga, ich sag, das ist Abdel. Könnte auch Excel sein, oder? So ein bisschen, die Finger sind ja schon ein wenig stabiler gebaut. Ne? Nee, keine, ja, Tanzverbot. Ich sag einfach mal Kuchen-TV. Nein. Guck mal, die Finger sind richtig dick. Am also, Ende ist, ein bisschen am Ende dicker, ist es nachher front. Irgendjemand, wo man es gar nicht denkt, so Miss Bella oder so. Ja, nee, safe ist das Miss Bellas Finger, Alter, Digga. Miss Bellas Finger ist so dick wie der Schwanz von einer Vibe, oder wie? Ist das eine Miss Bellas Finger? Das ist genau so eine Miss Bella, die hat sich wenigstens die Finger geschnitten. Oder? So, oder schön gemacht. Ich würde mich mal nochmal überlegen. Nicht Tanzverbot, wenn der das schon sagt, dann ist es nicht Tanzverbot, Leute. Wir können, by the way, gerne mal den Kommentar mit. Ich logge ein, es ist Excel. Excel? Ja. Excel hätte ich auch vielleicht. Ja, doch, ich ja, meine finale Antwort ist Excel. Simon. Oh, Unge ist gut. Unge ist richtig. Unge könnte es auch sein. Unge hat auch ein bisschen auf Fingerbasis zugenommen. Nicht nur auf Finger, sondern auch generell, ja, ein wenig im Gesamtkörper. Richtig gut. Aber nein, das ist Miss Bella. Aber es sieht aus, wie das. Aber sie aus, hätte der in Video ihrer Down-Phase. Mrs. Bella hatte mal eine schwierige Zeit, kurz bevor sie mit Inscope zusammengekommen ist, sah sie so aus, danach ging sie wieder blenden. Nee, warte mal. Wie kriegt das jetzt so gedreht, dass Nico als Bastard dasteht? Ach, ist ja auch egal. Da war nicht mal Nagellack am Start.
Schöne Grüße. Grüße gehen raus. Nee, aber du, was sagst du ein? Simon. Also Simon? Umgespielt. Boah, ich würde sagen Tanzi, glaube ich. Ich sag Tanzverbot. Okay, seid ihr ja jetzt voll der Psychotrick, wenn das wirklich Tanzverbot ist. Digga, ich küsse dann deine Augen. 3, 2, 1. Oh. Hä, auf dem Ding sah es aus auf dem Bild, als hätte er ein Handy in der Hand. Ich dachte, das wäre so ein Handy, was er hier so festhält, aber. Nein, was hier der Fall. Ich habe jetzt insgesamt 3 Punkte verloren. Nee, aber ich bin nicht Letzter. Noch einer. Tim ist Erster, du bist mit mir Gleichstand. Ja, wir haben Gleichstand. Ich bin nicht mehr ganz unten, Digga. Ich bin hier. Oh mein Gott, Digga. Hä, was du für ein Psychospielchen mit uns machst. Das war krass. Das war einfach Tanzverbot. Aber ohne Scheiß, Unge hätte es übel krank auch sein können, ja. Weil Unge hat... Aber der macht keine Bilder am Auto. Also ich habe noch nie was gesehen. Ich habe jetzt aber auch nicht erkannt, dass das Bild im Auto auch hätte ich mir schon gedacht. Da, wo siehst du da ein Auto? Ja, ist die Rückbank. Das ist doch nicht die Rückbank. Doch, das ist... Das ist doch die Rückbank am Fenster, das Fenster von der Rückbank. Ja, aber es ist ein Fenster. Okay, es ist die Rückbank, ganz okay. Wunderbares Video.